Ist ein bisschen blöd so, aber was soll's. Ist mir jetzt auch mal grad egal. Aber beim nächsten Mal, mach etwas anderes. Hui, pam! So geht's nämlich übrigens auch. Ins Gesicht treten. Oh, ich mal schnell mal in Deckung, bevor ich die. Nein, in Deckung sag ich. Genau. Verdammt, keine Munition mehr. Rambo-mäßig da vorne brechen und dann. Warten, bis er kommt und dann. Oh, verdammt. Warten und jetzt. Ins Gesicht. Und nochmal. Au! Da hat wohl niemand mehr. Versuche gerade mal jemanden. Ein bisschen draufhalten. Kann dann nicht schaden. So, und hier liegt noch ein anderer, der ist nochmal das drauf und genau. Oh, das wäre jetzt. Wir kennen die Stelle vielleicht nicht, aber das letzte Mal hat es ein bisschen länger gedauert, als ich durch, bis ich durchkam. Also, hallo und bienvenue an alle, die hier jetzt gerade zugeschaltet haben. Es wird jetzt langweilig. Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Tja. Und das war's auch wieder mit der heutigen Folge. Nee, natürlich nicht, aber. Jetzt müssen wir gerade wieder hier. Ach, genau, jetzt können wir hier durch die Tür. Yeah. Oh, und auf einmal wäre es actionreich. Out of Orders. Override Switch in my office. The Janitor. Wir sollen einen Schlüssel aus seinem Büro kriegen und. Wir haben keinen Zugang zu irgendeiner Tür, die uns dahin führt, deshalb müssen wir jetzt irgendwelche Ersatzwege nehmen. Aber das ist ja kein Problem für uns, wir können ja auch My Office Maintenance Edges, okay. Ach, tatsächlich, das ist ein Office, das ist ja ein sehr gemütliches Büro. Oh, was steht denn hier? Remember, Fields, beziehungsweise Remember wahrscheinlich. Fritz Scruffy. Oh, putzig. Diplomat. auf so Manns. Chief Janitor Boss. The Janitor. To Janitor. Keine Ahnung, was. The Janitor. Genau. Welche rote Tür ist jetzt die richtige, hä? Was ist denn das hier? Den Knopf würde ich aber jetzt gerne drücken. Ist ja schade. Das Nature Magazin. Ach so, die müssen auch zurück. Na dann. Und jetzt. Jetzt müssen wir wohl wieder nach unten. Ja, und die Tür ist offen. Und jetzt müssen wir wieder im Stein in die Richtung. Wir warten jetzt, bis der nächste Zug wieder. Oh, durchgefahren ist, bevor wir jetzt wieder hier leicht weiterlaufen. Garantiert nicht. Ist ja reiner Selbstmord. So, erstmal hier bleiben. Hallo Zug! Ich mag Züge! ASDF, wer es kennt? Da gibt es jede Menge rote Türen, bringt uns aber gerade nicht viel.
Oh, jetzt kommt die lustige Stelle. Haben wir jetzt? Millisekunden. Millisekunden. Und das ist immer so. Immer. Immer dieselbe Kacke hier. Wir müssen den gleich beim ersten Mal richtig entwaffnen. Und ich habe schon einen Plan, wie wir das schaffen. Genau. Wer sich vielleicht jetzt schon gedacht hat. Zeitlupe. So, jetzt erwischt er uns vielleicht einmal. Der andere Typ. Aber dafür haben wir ihn gekriegt. Und das ist schon mal ganz nett. Ja. Jetzt geht's hier hoch. Und immer noch da weiter. Na gut. Ja. Wir warten jetzt aber erstmal, bis der nächste Zug durchgefahren ist, weil andere wäre ein bisschen riskant. Und da kommt einer wieder. Die Metro! Die U-Bahn und es geht weiter. Vorwärts! Zum Ende! Der Spiels, was auch irgendwann nochmal eintreten wird. Wenn du noch dieses Jahr, wenn es so weitergeht mit den ganzen Folgen aus, den ganzen Folgenausnahmen, Hochladenausnahmen, beziehungsweise Hochladenpausen, auch erst in ein paar Jahren. Wie geht es denn jetzt weiter? Schön. Ich komme doch nicht durch. Du bist aber auch schlau. Ach so, ja. Okay. Erstmal da hinten lang gehen. Und schade. Ich frage mich gerade, wie ich hochkommen soll, was eigentlich total simpel ist im Prinzip. Aber ich komme gerade nicht dahinter. Okay, ich hab dich wieder. Du bist wohl in einem Belüftungsraum der U-Bahn. Versuch die Ventilatoren abzuschalten. Hinter den Dingern sind meistens Wartungsschächte. Okay. Okay, jetzt bin ich abgesprungen, aber das kann ich jetzt gleich mal wiederholen. Genau. So. Und jetzt müssen wir. Hier entlang. Genau. Ach du Scheiße. Nee, nicht das. Oh Mann, nicht das. Bitte. Ach Mann. So, und jetzt dürfen wir aufpassen, dass wir nicht gegen irgendein Schild knallen. Ja, das ist wirklich jetzt hier ein Problem. Weil es gibt ja so viele Schilder und sonst was für ein Gedöns. In der U-Bahn. Lampen. Ihr sollt auf den Zug da drauf bringen. Yeah. So genius. Ja, der fährt ein bisschen zu schnell, um der ist einzusteigen, normal. So, und los geht's! Oh, ich glaube, ich lasse das hier auf der Deckenhöhe.
wenn sich die Gelegenheit bietet. Zum Beispiel die jetzt hier. Und man sieht gleich, oh, warum wird das sehr schlecht schwer mit dem anderen Zug dann durchzugehen, durchzufahren. Hui. Bei den Stangen muss man immer springen. Sollte hier besser raus. Ach du Scheiße, ich muss hier raus! Fuck, 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 fuck! Wow! Ach. Scheiße. Verdammt. Wie viele Menschen müssen noch sterben für diese verdammte Regierung? Oh! Zwischensequenz. Celeste? Ach, endlich mal schön wieder ein Gesicht zu sehen, bekanntes. Merc Solaire, um 6 Uhr morgens. Worüber denkst du nach? Ein Mörder. Echt? Ja, Popes. Es gibt morgen ein Treffen im New Eden Einkaufszentrum. Das sehe ich mir an. Shit, Faith. Warum tust du das? Es ist nicht dein Problem. Halt dich einfach raus. Als ich noch ein Kind war, hat mir die alte Stadt nie viel bedeutet. Meinen Eltern schon. Zumindest hielten sie für wert, beschützt zu werden. Mom und Dad waren Freunde von Pope. Sie haben Proteste organisiert, sich gewehrt, nahmen uns auf Demos mit. Ich habe damals gar nicht verstanden, warum das so wichtig war. Merc sagt, deine Mom ist gestorben. Sie ist bei den Innenstadtkrawallen umgekommen. Protestmärsche, die ausgeufert sind. Echt hart. Danach sind wir völlig auseinandergebrochen. Dad hat sich selbst nie verziehen und ich bin kurz danach abgehauen. Ich habe ihm wohl auch nie verziehen. Und dann hast du Merc getroffen? Er hat mich beim Einbruch in seine Bude erwischt. Kein Witz? Das hat er nie erzählt. Er bot mir an, mich zu trainieren. Das schien mir ein guter Weg, von der Straße wegzukommen. Ich hatte auch kaum Alternativen. Was du jetzt machst, Faith, das ist der schnellste Weg, dich umbringen zu lassen. Die haben meine Schwester reingelegt. Ich muss ihren Namen reinwaschen. Das schulde ich ihr einfach. Ich werde überleben. So wie immer. Überleben wird überbewertet. Man muss auch ein bisschen leben. Hey, willst du morgen mitkommen? Könnt Hilfe brauchen. Kann ich. Drake hat einen Job für mich. Er meint, ich habe nachgelassen. Also, ich muss gehen. Schon okay. Irgendwer wird bestimmt bald auf mich schießen. Geh schon. Reingelegt hört sich übrigens falsch übersetzt an für mich. Faith. Vorsicht. Ach, die hat noch was zu sagen gehabt. Das wusste ich ja jetzt auch nicht. Sorry dafür, dass ich jetzt die Stimmung gebrochen habe, aber... Wer hat denn solche Kühle oder sowas, was das da sein soll auf dem Dach?